In order to increase the number of animals a town has, a herd can be split in two. Once a pasture has enough animals in it, and if there is room in another pasture for the animals, you can press the split button. This will move half the animals into the other pasture. Over time, the animals will then reproduce to fill the pasture. Ja, hier sind doch voll. Warum darf ich hier nicht splitten? Ich habe ein leeres Pasture. Definitiv leer. Da ist nichts drin. Ich habe ein volles Pasture. Ich will splitten. Von 0, 4 von 4. Kann ich jetzt splitten? Nein. Nein, 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 stopp. Nicht töten. Ist sowieso merkwürdig, dass da nur 3 Tiere reinpassen sollen und in das 4, obwohl das hier viel größer ist. Aber es funktioniert ja irgendwie sowieso nicht. Merkwürdig. Da. Remove! Ah, okay. Das wird jetzt abgebaut. Gut. Das ist mir gerade irgendwie ein bisschen zu komisch. Keine Ahnung, wie das richtig funktionieren soll. Ich habe das zwar verstanden, dass es, wenn ein volles Ding, dann kann ich das rüberschiffen, aber ich verstehe gerade nicht so ganz, wie das funktioniert. Oh, das sieht doch hier sehr gut aus. Kann ich einen Herd mir wieder wegmachen? Ah, jetzt habe ich das wieder weggemacht. Jetzt kann ich... Ach, ich baue jetzt einfach mal hier die Steingrube. So. Ich brauche die ja jetzt sowieso langsam. Zack. Noch eine Road dran. So. Dann bauen wir da noch einen Stockpile hin. Ah, okay. Mehr als 10-mal geht nicht. Okay. Ja, passt. Zack. Ja. So, lassen wir es einfach. Hier haben die noch genug zu tun. Ach, das ist Iron gewesen, gar nicht Stein. Naja, egal, Eisen habe ich ja auch genug. Wie sieht das hier mit den Werkzeugen aus, mein Freund? 30 Stück hat er letztes Jahr gemacht, das sollte wohl gereicht haben. Wo sind die denn? Hier, Tools, ne? Ja, Iron Tools, alles klar. Okay. Hier auch alles klar. Der hat noch nichts gemacht. Ist auch wieder schön dran. 190 Holz, das ist ja gut. 300 Fische, das ist auch super. Ah, die sind jetzt am Ernten gleich. Late Spring. Die letzten Vorbereitungen, das Ganze hier wachsen zu lassen, oder nicht? Warum bleibt das jetzt bei 92%? Ah ja. ...96%, gut. Und hier? Da tut sich langsam was, würde ich sagen. Die Bäume werden zumindest schon mal schön groß. Sieht doch super aus. Und es sind ein paar neue Erwachsene dazu gekommen. Die können wir hier gleich mit in den Steinbruch reinstecken. Sind das dann Stonecutter oder was sind das dann? Weiß es gar nicht. Ah, hier haben sie es abgebaut und dann sind da schon direkt wieder Bäume gepflanzt worden. Sehr gut, das lobe ich mir. Okay.
Kommt gleich noch ein Häuschen hin. Ah, hier wird abgebaut. Sehr gut. Oh, unsere Nahrung geht langsam schwindend runter. Mal ein bisschen Auge drauf werfen. Ah, der arbeitet noch fleißig. Das hier habe ich nicht verstanden irgendwie. Was das nicht funktioniert. Ich habe doch hier ein volles Gehege. Was soll das denn? Muss ich das dazu kaputt machen oder was? Dass das funktioniert? Kann das doch nicht sein. Na egal. Was ist das denn da? Hm. Sehr merkwürdig. Naja. Ganz komisch aus, was sie da machen. Hier oben könnte ich eigentlich auch nochmal so ein Crop Field oder so bauen. Wenn wir gleich noch ein paar Leute dazu bekommen. Da ist schon wieder 8 Jahre alt. Da ist auch noch ein 9-Jähriger, noch ein 8-Jähriger, noch ein 8-Jähriger. Also da kommen gleich noch ein paar dazu. Können wir hier nochmal ein paar Farmer bauen. Ich freue mich ja darauf, wenn die hier endlich mal was bringen. Ich bin mal gespannt. 250 haben wir schon. Nahrung. Das geht gerade echt krass runter. Ich weiß gar nicht, wohin die da ganze Zeugs bringen. Alter, der Jäger hat noch gar nichts gefangen. Vielleicht gibt es da auch irgendwie eine Jagdzeit oder sowas. Im Sommer oder im Herbst oder so kann der dann jagen gehen, weil dann die Population hoch ist. Ich meine, im Winter ist ja klar, wegen Winterschlaf oder sowas, ne? Oder dann machen die da ihre Verstecke da. Vielleicht im Frühjahr sind die dann noch auf Futtersuche und dann müssen die Jungen noch genährt werden und sowas. Und im Sommer bzw. im Herbst sind die dann genährt, dann kann man die dann jagen gehen, so könnte ich mir das vorstellen. Hier, das Feld ist abgeerntet, 448, das ist jetzt nicht so viel. Habe ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Ich lasse das jetzt einfach mal auf Bienen, das andere jetzt auf Cabbage. Scheine ich also nicht beeinflussen zu können. Ja, ich könnte auch hier oben nochmal irgendwie ein Gatherer oder sowas bauen. Das könnte ich auch machen. Aber dann müssten die das immer bis da oben hintragen, ne? Das sind ja schon weite Wege, ne? Muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Ich glaube, man muss immer so kleine Versorgungsstationen bauen, ne? Also hier so eine eigene Versorgungsstation, hierfür nur. Und in der nächsten Stadt braucht man dann wieder so eine eigene Versorgungsstation, oder? Anders macht das doch, glaube ich, keinen Sinn, ne? Ah, der Steinbruch ist schon bei über 90%. Und wir haben wieder ein paar neue Leute dazu bekommen. Jetzt haben wir schon 4 übrig, die wir verteilen können. Ich will nur noch ein paar Arbeitsstunden da oben. Und wie gesagt, als nächstes würde ich dann vielleicht, oder wir können da mal gucken, dass wir vielleicht den Markt auch ein bisschen dann mal vorantreiben. Unsere Nahrung geht ja gerade wieder ein bisschen nach oben. Ah, Beef, okay. Wie sieht das hier aus mit dir? Du hast noch gar nichts gefangen. Ja, die sind immer noch fleißig. Boah, das war aber eine richtig krasse Saison eigentlich, 1700. Da haben die mal richtig Gas gegeben. So, Steinbruch ist 15, Leute. Ja, wir können erstmal 3 da beschäftigen.
haben sie erstmal was zu tun. Und dann bauen wir hier nochmal so ein Cropfield. Naja, 15 war ja Maximum, ne? 15 mal 11. Okay. Ja gut, dann machen wir 15 mal 11. Passt schon. Ne, machen wir Bienen. Und hier können 3 Leute arbeiten. Packen wir da direkt schon mal einen dran. Vielleicht jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt gewesen, das zu bauen, aber wir kriegen ja... Ach, jetzt habe ich das schon wieder zugemacht. Wir kriegen ja gleich noch ein paar neue Leute. Können wir die dann direkt da dran setzen. Da ist schon wieder einer 9 Jahre alt, da ist auch einer 9 Jahre alt. Das sind die beiden, die uns noch fehlen. Da ist auch noch einer 9. Haben wir schon wieder einen mehr. Brauchen wir wahrscheinlich noch ein Haus hier hin. Einen Fischer bräuchten wir auch noch, wa? Einen Fischer mehr. Hier sind auch richtig viele Tiere eigentlich. Müsste hier vielleicht doch langsam mal jagen gehen. Ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn ich jetzt hier so 2 solche Dinger habe, wer die dann transportiert von links nach rechts. Ich meine, bei den Stockpiles sieht man es ja auch. Da wird einfach das immer ans nächstgelegene hingepackt. Und die anderen werden dann ziemlich uninteressant. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlau, jetzt hier noch immer mehr Häuser zu bauen. Vielleicht sollte ich jetzt eine neue Stadt gründen. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. So, da sind hier 2 neue dazugekommen. Ah, machen wir erstmal den Fischer mehr. Können wir eigentlich jetzt auch noch den Farmer machen. Haben wir zwar keine Labore mehr, aber da die Farmer gerade sowieso nichts machen können. Oh, 19%. Mit den Bäumen ist langsam zu rechnen. Sehr gut. Cool. Bin ich mal gespannt, wie viel da rauskommt. Immer noch nichts gemacht hier. Der Jäger ist für die Nüsse. Der macht gar nichts mehr. Naja, egal. So, hier oben noch ein Cropfield. Wie sieht das da eigentlich aus? Ah, da ist der Weg. Und dann können wir hier die Kirche hinsetzen. Ich denke, das ist dann gut genug, wenn wir hier die Kirche hinsetzen. Wie groß ist die? Oh, die sieht ja ganz nett aus. Können wir dann hier die Kirche bauen. Und dann da dran ein Friedhof. Hinten dran oder so. Hier hinten weg. Hier ist dann Friedhof. Hä? Warum ist denn da ein Baum umgefallen? Wie sieht das eigentlich hier unten aus? Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Hier so ballmäßig. Das ist eigentlich ganz nett. 2 Stück scheinen zu reichen. Wie sieht die Holzproduktion denn so aus? Oh, die haben dieses Jahr gar nicht so viel Holz gefällt. Die scheinen also so ein Minimum zu haben, ja. Das ist ja ziemlich gut, ne? 19%. Ah! Ich hätte das ernten müssen, oder was? Oder wird das gerade geerntet? Ach, das wird gerade geerntet. Oh,
das ist ja cool. Schon 140. Da gehen die Leute mal eben so hin und ernten den Kack, ey. Ich dachte gerade schon, scheiße, jetzt ist mein ganzes Ding hier weg, aber... Ja, warum nicht? 194. Ich weiß zwar immer noch nicht, was Chestnut sind, aber... Naja, ist ja eigentlich egal, ne? Hauptsache, unsere Menschen haben wieder ein bisschen mehr zum Essen. Ein bisschen mehr Vielfalt. 25, wie war das hier? 34? 34, 35, okay. 35 ist momentan der älteste Bewohner. Aha, jetzt wird hier was zum Markt gebracht. Ist ja interessant. Jetzt wird es vom Markt wieder weggenommen. Wupp. Naja, gut. Muss ich nicht verstehen. 700 Fische. Sehr gut. Also ich bin langsam darauf angewiesen, dass sie so gute Saisons haben. Ist nicht so schön, wenn nicht. Müssen wir eigentlich mal gucken. Ich müsste eigentlich irgendwo Holz fällen. Ich brauche Holz. Der hat diesen Sommer nichts gemacht. Was haben die denn jetzt hier gebracht? 250, naja, immerhin. Oh, wir haben einen wieder dazu bekommen. Holz ist für mich irgendwie gerade so ein bisschen die schwindende Ressource, wenn ich hier ehrlich bin. So, das kann alles weg. Laborer und Farmer haben ja sowieso nichts zu tun. Dann können die da jetzt gerade auch mal ein bisschen was machen.